Der dritte Cup ist der Blooper Cup. Und ich wollte das Programm eigentlich neu starten. Naja, egal. Super Sky Courtyard. Ach du Scheiße. Das war eine fiese Strecke. Alter Schwede! Also wer kam auf die Idee, so ein Rennen zu bauen? Baby Luigi, lass es bitte. Ich weiß echt nicht, was das soll hier. Für eine Seltsamkeit. Wer sich das Rennen ausgedacht hat, Respekt. Ich habe hier gar keinen Überblick. Jesus Christ. Die Strecke hat es wirklich in sich. Wirklich eines der schwersten Strecken. Wow, also Respekt. Vor allem im Spielmodus ist das gar nicht so einfach. Ja, Super Sky Courtyard. So, die erste Strecke. Gut, als nächstes eine Gameboy-Strecke.
Die Cheep Cheep Insel. Soundtrack passt 1A. Schließlich kann man ja GBA Shy Guy Beach. Und naja, da passt es ja wunderbar zusammen. Oder? Neun. Ich hasse das, ne? Dass man hier ständig an die Wand knallen kann. Versuchen wir uns lieber zu konzentrieren, Alter. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich kommentieren soll. Aber gut. Es ist halt Mario Kart Wii, es dauert halt ziemlich lang. Eine Runde hat 62 Parts. Also, naja. Schon viel. Gut, eigentlich 63, weil kommt ja noch die Secret Race Episode. Immer. Ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas fehlt, weil es sind alle N64 Strecken hier drin. Außer die Rainbow Road. So, und da habe ich erfahren, dass die N64 Rainbow Road eine geheime Strecke ist. Die man durch eine bestimmte Kombination freischaltet. Nun ja. Habe ich ja also gemacht. ASDF Course. Okay. Ja, ist ja gespielt. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Das wird nachher noch ziemlich chaotisch, die Strecke.
Und zwar ab hier. Denn ab hier beginnt die Überholphase. Oder Überrundungsphase. Wie man das nennen soll. Und deswegen ist die Strecke auch chaotisch. Weil man hier viele überrunden kann. Witzig. Sehr witzig. Gut, langweilige Strecke hinter uns. Jetzt können wir uns der anderen langweiligen Strecke entgegenstellen. Sky Shrine. Oh Mann, manchmal funktioniert das einfach nicht mit dem Schütteln. Eine viel zu lange Strecke. Warum macht man das überhaupt, dass sie so lang sind? Das ergibt keinen Sinn. Ah gut. Wir sind hier in einem Mario-Game. Hier macht ja gar nichts Sinn. Von daher ignorieren wir das einfach mal. Ich find's ja wirklich lustig, ja, dass man hier so andere Strecken mal sieht, aber dann sollten sie wenigstens ein bisschen cool aussehen. Weil hier ist ja gar nichts los auf der Strecke.
Nun ja, hätten wir das. Und kommt zur Siegerserdung. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.